Hallo und herzlich willkommen zur wohl krassesten Geschichte, was mich persönlich jetzt betrifft jedenfalls. Vielleicht wird es für euch auch eine ziemlich krasse Geschichte werden. Es war vor, ach, wie viele Jahre ist das jetzt schon her? 5, 6 Jahre, keine Ahnung. Da hat mich jemand kontaktiert mit dem Namen Isa aus Gera. Und sie erzählte mir folgende Geschichte. Sie ist eine Motorradbikerin und war gerade auf einem Schrottplatz unterwegs gewesen und hat da so ein bisschen rumgesucht, was man so brauchen kann. Und ihr ist ein ganz altes Jesuskreuz in die Hand gefallen. Ne, jetzt ein anderes als das hier, noch ein ganz altes, wo die Beine noch ein bisschen schräger gewesen sind und der Kopf natürlich auch ein bisschen schräger nach unten gewesen ist. Also die ganz alten Kruzifixe, die zeigen da wohl noch die richtige Form. Und sie hat da ihre Landkarte so ausgebreitet. Das war noch die Zeit, ich weiß nicht, ob sie GPS hatte, also jedenfalls noch mit Landkarte rumgefahren. Und auf die Landkarte hat sie dann den Jesus draufgelegt mit dem Kruzifix. Und dabei ist der Jesus vom Kruzifix runtergefallen. Und genau auf eine ganz spezielle Stelle von dieser Karte. Sie sagte mir, dass sie da ganz schön große Augen gemacht hat, als das genau gepasst hat mit diesen Gebirgsformationen hier in Deutschland zwischen Eisenach und Dresden. Und dann ist ja auch, so bin ich aber dann wahrscheinlich eingefallen, weil ich ja damals dieses Video mit den Riesenbäumen hochgeladen habe, ne, wo es darum ging, dass damals die Bäume mehrere Kilometer oder vielleicht hunderte Kilometer groß gewesen sind. Das spricht ja dann auch für sich, dass damals riesengroße Wesen hier rumgewuselt sein müssen. Ne? Und das ist jetzt ein richtig großes Wesen. Ne? So 200, 300 Kilometer groß ist schon ganz schön ordentlich. Und als sie mir das erzählte, kam mir sofort eine Begebenheit in den Sinn, was ich erlebt habe. Und zwar bin ich ja in den Kernkraftwerken gewesen und da gibt es ein Kernkraftwerk in der Nähe von Hameln. Und als ich da auf meiner Hotelsuche gewesen bin, bin ich durch kleine Orte gefahren. Und der eine kleine Ort hieß da Ohr, also wie das Ohr. Und ich glaube mich zu erinnern, ziemlich fest, hundertprozentig, dass ich auch durch einen Ort namens Nase gefahren bin. Ne, ein ganz, ganz kleines Dorf mit nur ein paar Häusern. Den Ort Ohr, den habe ich jetzt nach langer Recherche wiedergefunden. Der ist im Emmertal. Aber den Ort Nase habe ich leider nicht gefunden. Also falls da irgendwer von euch da in der Gegend von Nase wohnen sollte, fotografiert mir mal bitte dieses Ortsschild und schickt mir es mal. Und dann habe ich mir Google Earth hergenommen, habe die ganzen Städtenamen und Ländernamen rausgemacht, dass ich praktisch nur die Reliefkarte gesehen habe, habe herausgezoomt. Und da habe ich es gesehen. Also, da ist mir wirklich, ja, da ist mir ganz anders geworden. Auf einmal lag da links neben dem Jesus noch jemand. Und Tatsache, der Ort Ur ist genau an der Stelle, wo das Ohr sein könnte. Der Ort Nase müsste ja auch dann da sein, wo die Nase gewesen ist. Da habe ich mal noch ein bisschen rumgeguckt. Dann gibt es noch den Ort Gmünden. Münden ist natürlich da, wo der Mund ist, und der Ort Mannheim ist auch ganz interessant. Guckt mal, wo der liegt. Also hieß es dann für mich im Klartext, dass wir auf zwei, hier in Deutschland, auf zwei großen Riesen wohnen. Ne, die eine Seite auf dem Jesus in Anführungszeichen und die andere Seite, die westliche West-BRD, dann auf der Maria-Seite.
Und ich habe mir dann auch mal ganz alte Gemälde von Maria oder Madonna angeschaut und da ist es auch oft so dargestellt, dass die Maria dann eben mit den halbwegs ausgebreiteten Armen dann dargestellt wird auf diesen Gemälden. Und den Jesus hat sie meistens dann auf dem rechten Arm. Ne? Würde ja soweit ganz gut passen. So, bei weiterer Recherche habe ich dann auch noch herausgefunden, dass Isa eigentlich nur ein anderer Name für Jesus ist. Und dann ist wahrscheinlich, naja, tja, so ein Jesusgeist in eine heutige menschliche Form inkarniert oder was weiß ich und ist dann auf die Spur gesetzt worden. Ich finde es echt klasse, wie das hier läuft.